Strömender Regen kurz vor 5 Uhr morgens in München. Warten auf die 15 Kandidaten. Mal schauen, ob alle da sind. Das ist eigentlich die große Frage gewesen heute. 5 Uhr haben wir gesagt, gehen wir ein bisschen laufen. Mehr wissen sie nicht, außer dass es relativ früh ist. Und wir gleich vielleicht eine kleine Überraschung für sie haben. Aber wir sind selber mal gespannt, was da so disziplinmäßig alles so passiert ist. Rocky ist wach. Ich hatte natürlich eine unfassbar lange Anreise, bin froh, dass wir das alles hier so gut hingekriegt haben. Und jetzt sind wir gespannt, wie viele von den Jungs wirklich auch wach sind. Und wie wach vor allen Dingen. Um den Traum The Next Rocky zu leben, ist die Anwesenheit Pflicht. Ausrutscher verboten. Weil ich stehe immer früh auf und es ist eigentlich eine gute Zeit. Eigentlich ganz logisch, dass man das mal testet, ob alle auch kommen. Hättest du nicht gedacht, dass ich fast schlafe, aber 4 Uhr war ich wach. Solche Disziplin braucht man eigentlich allgemein im Leben einfach. Das gehört dazu. Wenn man das nicht hat, kann man eigentlich fast gar nichts erreichen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin ein bisschen beeindruckt, dass wirklich alle da sind. Wir hatten gehofft, dass, oder befürchtet, muss man eher erst mal sagen, dass der eine oder andere es vielleicht nicht pünktlich schafft. Klasse, das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir uns heute hier treffen wollten. Wir wollten mal schauen, ob ihr, so wie wir, Disziplin 5 Uhr morgens hinbekommt. Vielleicht habt ihr ein bisschen Sorge auch gehabt, dass wir jetzt Halbmarathon laufen oder sowas in der Art, hatten wir uns mal kurz überlegt, aber nein. Hier um die Ecke gibt es gleich so eine kleine Ecke, wo man 10-mal rumlaufen kann oder 20-mal, höre ich gerade, rumlaufen kann. Es sind noch 2-3 gehende Gesichter. Ah ja, super. Und ein bisschen Lächeln dabei. Klasse. Schön, dass ihr das um 5 Uhr so pünktlich hinbekommen habt. Danke. Die erste Aufgabe ist bestanden, jetzt geht es darum, weiter Disziplin zu zeigen. Laufen um 5 Uhr morgens bei Kälte und Regen. Der Regen wird immer stärker. Nach 20 Minuten bricht Rocky ab. Zu viel steht noch auf dem Programm und vor allem auf dem Spiel. Naja, gut, eine Erkältung brauchen wir jetzt nicht. Ist ja noch viel Training angesagt. Heute ist so Sparring und von daher brauchen wir das Risiko nicht einnehmen, dass sie sich hier noch was wegholen. Alle Teilnehmer haben an diesem Morgen Disziplin gezeigt, doch ausruhen ist nicht. Man sagt, in 12 Runden im Boxring lernen sich Menschen besser kennen als in 12 Jahren im Büro. Und das gilt so ähnlich auch für die Königsdisziplin, das Sparring. Ringfrei. Heute haben wir den ersten Sparringstag, sozusagen, dass wir auch sehen, was sie umsetzen können im Ring, um auch die mentale Stärke ein bisschen zu testen. Es geht jetzt auch schon noch darum, wie die Boxer reagieren auf Dinge, die jetzt der Trainer Andreas oder ich fordern, ob sie was umsetzen können oder wollen oder nicht, oder nur ihr Ding durchmachen. Man sieht ja eigentlich sofort, ob einer ein bisschen Erfahrung hat oder wie und wie groß seine Erfahrung ist, wie sein Distanzgefühl ist, wie er mit dieser Drucksituation umgehen kann, gegen andere Gegner zu boxen und auch natürlich jetzt hier unter einem Druck zu stehen, auch das Ding zu gewinnen. Also man will ja auch was erreichen. Und das sind so die Situationen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Die Sparringliste ist draußen. Wer muss gegen wen in den Ring? Die Spannung ist groß. Doch ein Name fehlt auf der Liste. Ja. 150 Boxer haben sich beworben. 15 sind im Casting dabei. Aber nur 8 kommen ins Bootcamp. Umso wichtiger das erste Sparring. Tobias Nixdorf und Serdar Kurun stehen sich im Ring gegenüber. Jetzt muss geliefert werden. Locker die Führhand, immer wieder die Führhand. Hier ins Herd da und dann ausnutzen. Genau. Dann oben kommen. Genau.
sehr gut. Nicht so reinlaufen. Genau. Sehr gut. Deckung. Pass nur auf diese wilden Schwinger, die Overhand, dass du da schön stabil bist oder weg bist. Ansonsten kannst du es ruhig nochmal machen, dann kommt er nicht mit. Es ist nicht ganz so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe meine Distanz nicht ganz gegen den Gegner gefunden. Es ist für mich schwierig, gegen erfahrene Boxer, wie ich als Gegner, darüber zu kämpfen. War nicht ganz so einfach. Am Tag zuvor quälte sich Tobias Nixdorf beim Zirkeltraining. Er ging an seine Grenzen. Waren diese Mühen umsonst? Kann er in den nächsten Sparringsrunden doch noch überzeugen? Stehen bleiben. Genau. Über die lange Führung wieder reinfinden. Doppelt. Die stehen bleiben. Genau. Genau so. Ja, bleib fokussiert. Genau. Aktion, Sidestep und dann gleich nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Ein kurzer Schritt raus und wieder rein. Rausdrehen. Aber nicht mit Kraft. Schön rausschmeißen. Du hast richtig Herz. Ja, aber bleib doch nicht so stehen. Und wenn er seine Moves macht, bring immer wieder deine Führhand, okay? Ja. Mein Name ist Tobias Nixdorf, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Liederbach am Taunus in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich bin Hufschmied, ich beschlag Pferde. Wie so viele Dinge in meinem Leben, durch meinen Vater dazu gekommen. Erreichen will ich natürlich am besten den Sieg. Vorgenommen habe ich mir auf jeden Fall hier mitzunehmen, was ich mitnehmen kann. Erfahrungen sammeln. Ich habe vor 7 Jahren angefangen zu boxen. Mein Vater hat bereits geboxt. 4 Jahre lang jetzt aktiv beim K1 dabei. Und bin jetzt inzwischen zum Absprung wieder und möchte wieder in reinen Boxsport wechseln. Im reinen Boxsport habe ich bisher noch gar nichts erreicht. Ich bin im K1 Deutscher Meister 2015 geworden, Deutscher Vizemeister 2016. Im deutschen Boxsport fehlt an sich gar nichts, sondern es fehlt eigentlich dem Umfeld des deutschen Boxsport einiges. Im Amateurbereich sind inzwischen sehr, sehr viele Leute, die verdammt gut boxen können. Und man muss einfach mal wieder mehr die Augen darauf richten, sollte sich mehr darauf konzentrieren, sollte die Leute mehr fördern, wenn man überlegt, was im Fußball die Leute an Geld verdienen, was dort reingesteckt wird und was da zum Vergleich leider Gottes in den Kampfsport investiert wird. Das ist kein Vergleich, das ist gar nichts und das ist sehr traurig. In Brust in Wissen. Genau. Kein Schlagabtausch, Sarah. Genau, sehr gut. Das war angeschlagen. Top. Time. Musst du sehen. Und schön bewegen. Ja, deswegen habe ich hier gemeint. Viel auf die Niere. Ich bin das nicht gewohnt, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Und habe auch nicht damit gerechnet, dass es so läuft, muss ich auch ehrlich sagen. Es, wie wir alle schon sagen, ist heute, wir wissen alle, dass es heute entscheidend hier ist, dass das Sparring ein sehr entscheidender Punkt ist. Also ich glaube, jeder von uns war aufgeregter, wie wir es normalerweise bei normalen Veranstaltungen oder Kämpfen sind, wo wir vor mehreren tausend Menschen teilweise kämpfen. Ja, was heute hier doch schon die Nervosität um einiges höher. Lief ganz gut, glaube ich. Also ich habe das versucht umzusetzen, was der Trainer gesagt hat. Meine Hände waren ein bisschen zu weit unten manchmal, Deckung nicht so gehalten und ein paar Mal zu oft stehen geblieben, aber das war noch im Rahmen. Als nächstes steigen Ronny Lopez und Andreas Ort in den Ring. Nochmal die Schlager nachsetzen. Jawohl. Genau, schön decken. Und die linke ein bisschen tiefer zu Brust. Ja, sehr gut, Ronny. Schieb dich ran. Ja, lass die Führung drauf. Genau. Linke muss ein bisschen höher. Ja, genauso weiter. Schöner Aufwärtshaken. Linke ein bisschen. Jetzt schneller die Schlagern drehen. Klein die Außenbahn. Ja. Arbeiten lassen mit der Führung. Komm. Genau, und jetzt noch ein bisschen Gas geben, Ronny. Rechts weg. Schau, so beweglich bleiben. Nicht zu viel Sprenzeln mit Auslagewechseln. Bleib erstmal
lieber in der Auslage, außer du fühlst dich komplett wohl. Ja. Aber so hast du ihn ja, so hast du ihn ganz gut im Griff bis jetzt. Die linke muss ein bisschen schneller hoch. Genau. Kinn runter. Wenn er kommt, schön Deckung, stabil, Ronny. Sonst gut. Bleib beweglich. Schön. Ja, sehr gut. Genau, schieb dich rein. Genau. Wieder nach rechts weg. Rechts weg. Genau, über den Körper und dann oben. Kopf. Linke, ja, sehr gut. Jetzt. Genau, lässt immer wieder die Deckung fallen, dann oben durch. Zurück zur Deckung, die linke. Rechts wieder weg. Und rechts weg, jawohl. Genau, schön. Bam. Ja. Aufpassen. Aufpassen. Also, jetzt heißt es ein bisschen überleben. Führhandarbeit, die arbeitet, die arbeitet, die arbeitet. Wenn er näher rankommt, unterbindest du. Ein bisschen den Clinchen, okay? Und renn nicht ständig in seine Schlaghand rein. Ja, ich bin Andreas Ort, bin 29 Jahre alt und komme in der Nähe von Würzburg, Sulzfeld am Main, heißt das Örtchen. Ich bin Ingenieur, Maschinenbauingenieur und bin zurzeit, arbeite im Vertrieb als technischer Berater. Ich liebe die Herausforderung und das war wieder eine Chance, die ich gesehen habe. Und ich finde, das Glück liegt außerhalb der Komfortzone. Deswegen will ich gerne meine Komfortzone verlassen und will nochmal richtig durchstarten. Ich will auf jeden Fall ins Bootcamp kommen und ich will tolle Leute kennenlernen. Auf jeden Fall mein Netzwerk erweitern. Ich habe mit Boxen mit 19 Jahren angefangen. Das heißt, es war vor circa 10 Jahren. Warum ich das angefangen habe? Weil ich einfach den Kampfsport liebe. Ich habe schon seit der Kindheit immer Kampfsport gemacht, von Karate, Judo, über Taekwondo bis Kickboxen. Und dann bin ich irgendwann zu Boxen gekommen und das habe ich dann, ja, bis heute betreibe ich diesen Sport. Was mir fehlt, interessante Persönlichkeiten, die den Zuschauer auf jeden Fall begeistern und ihn ein Stück mitnehmen. So musst du arbeiten. Und links wieder schneller zurückzudecken. Ja, wieder ein bisschen tiefer ansetzen jetzt, ja? Doppelte führen. Mal stell ihn ruhig mal in die Ecke rein, Ronny, genau. Jawohl. Stell ihn nicht in die Schlaghand rein. Genau. Schön. Ja, bleib in der Telefonzelle. Bleib drin, Ronny. Ein guter Boxer, ja. Sehr gut. So machst du es richtig, genau. Sehr nicht gut. Stehen bleiben statisch. Bleib beweglich, Ronny. Sehr gut. Raus, genau. Nach rechts. Lass ihn in der Ecke ein bisschen drin. Jawohl, super. Und wieder Kontakt zur Brust. Ja, genau, sehr gut. Wieder unterbinden. Top. Nein. Super, sehr gut. Super. Gute Bunden. Boxen, nicht boxen, musst du überleben. Ja. Voll aufgeregt auf einmal über die Kameras und man weiß, was hier auf dem Spiel steht. Ja, das hat man auch, glaube ich, ein bisschen gemerkt, ein bisschen angespannt war ich, aber ich hoffe, ich habe es geschafft. Mein letzter Kampf war 2015 und mit dem Training habe ich erst vor circa einem Monat angefangen, wo ich das gehört habe mit dem Röcki und dann habe ich, ja, jeden Tag war ich joggen, habe ich 9 Kilo abgenommen, aber früher habe ich 75 gekämpft, deswegen es fehlen immer noch 5 Kilo bis dahin. Ja, Standpunkt jetzt würde ich behaupten, es reicht nicht. Wenn die aber das Potenzial in einem sehen, und dann würde es auf jeden Fall reichen, weil ich denke, in mir ist noch viel Potenzial zu entdecken. Ist Andreas' Gefühl richtig? Für was wird sich die Jury entscheiden? Für die aktuelle Form oder das Potenzial? Die ersten Duelle sind vorbei. Die anderen Kandidaten stehen in den Startlöchern. Wer hält dem Druck stand und wer hat es nicht auf die Sparringliste geschafft? Das alles in der nächsten Folge von Sport 1 – The Next Rocky.